Liebe Pilzfreunde, heute ist der 27. Oktober und ich bin wieder mal im Wald. Ich bin gespannt, was ich für Pilze finde. Und hier habe ich schon was gefunden. Das sind Safranschirmlinge. Eine sehr schöne Gruppe. Und die Safranschirmlinge sind essbar. Wunderschöne Exemplare sind das. Und so verfärben sie sich. Das ist ein wichtiges Merkmal. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt habe ich einen wunderschönen, großen Pfifferling gefunden. Schaut mal her. Wirklich super schön. Und der ist noch top. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie viele Pfifferlinge das es noch hat. Das sind die amethystschuppigen Pfifferlinge. Wunderschöne Gruppe hier. Und hier sehe ich auch noch Gelb. Wow, und hier auch noch, überall. Überall. Da nehme ich mir ein paar mit. Wunderschön, diese Pfifferlinge, und das um diese Jahreszeit. Schon fast November. Es ist immer sehr wichtig, dass man die Unterschiede kennt von giftigen zu essbaren Pilzen. Rechts haben wir das giftige Gallertkäppchen. Und das ist so Shell-gummiartig wie Gummibärchen. Sieht auch anders aus, hat auch keine Leisten. Und dieses hier, dieser Pilz hier, das ist der Trompetenpfifferling mit Leisten. Und die sind giftig und der ist ein vorzüglicher Speisepilz. Röhrlinge findet man aktuell nicht so viele. Umso mehr freut mich dieser schöne Maronenröhrling. Wunderbar. Besser geht ja nicht. Und hier nochmals ein sehr schöner Pfifferling. Wow! Trompetenpfifferlinge essbar. Das ist eine Gruppe von Semmelstoppelpilzen, die sind essbar. Unten haben sie Stoppeln, so sehen sie aus. Hier auf dieser Wiese wachsen die Papageiensaftlinge und die sind giftig. Ein sehr schöner Pilz. Er hat einen grünen Stiel, was sehr selten ist unter den Pilzen. Schön diesen zu finden. Papageiensaftling. In diesem schönen Buchenwald wachsen Totentrompeten. Und die Totentrompeten, das sind sehr gute Speisepilze. Am besten getrocknet. Sie gehören zu den Leistlingen, wie die Pfifferlinge auch. Überall hat es. Und sie wachsen nur im Buchenwald. So sehen die aus. Aber auch bei den Totentrompeten muss man aufpassen beim Sammeln. Weil es hat auch noch andere Pilze, zum Beispiel diese Grubenlorchel, und die besitzt das Gift Gyrometrin. Und das ist nicht gut, wenn man die sammelt. Die Grubenlorchel, die sieht so aus, eigentlich kann man sie nicht verwechseln mit den Totentrompeten. Aber die Farbe ist fast gleich. Hier haben wir eine Herkuleskeule, die ist bei uns selten. Die wäre sogar essbar. Die nehme ich natürlich nicht, wenn sie so selten ist. Hier haben wir wunderschöne Orangebecherlinge und die sind nicht giftig. Die sind sogar essbar. Man kann sie gebrauchen für die Salate zu garnieren. Dieser weiße Pilz, der ist sehr klein, aber er ist essbar. Das ist der Jungfernellerling. Von unten sieht er so aus. Er wächst im Gras, meistens den Waldrändern nach. Hier hat es überall sehr schöne Totentrompeten. Diese Größe ist ideal zum Sammeln, finde ich. Das ist ein schwarz punktierter Schneckling. Hier seht ihr am Stiel die Punkte bzw. die Flocken. Und dieser Pilz ist essbar. Und das sind Schnecklinge. Das sind die Terpentinschnecklinge oder auch Orange Schneckling genannt. Und diese sind nicht essbar. Überall hat es jetzt sehr schöne Trompetenpfifferlinge. Ja, liebe Pilzfreunde, heute habe ich sehr viele Pfifferlinge gefunden. Schaut mal her. Wunderschöne noch, in einer sehr guten Qualität, das ist wichtig. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, bis bald.